Hallo Sebastian hier von der Alpenacademy. Heute geht es um das Thema Knieschmerzen beim Bergsteigen bzw. Knieschmerzen nach dem Bergsteigen. Und dafür müssen wir uns als erstes mal die Ursache für die Knieschmerzen anschauen. Denn alleine die Behandlung der Schmerzen wird das Problem nicht lösen. Und zwar müssen wir uns damit beschäftigen, was verursacht den Knieschmerz, und in den meisten Fällen ist es beim Bergsteigen, wenn die Knieschmerzen nur beim Bergsteigen auftreten, eine Rotation des Knies beim Bergaufsteigen. Also entweder nach außen oder eben nach innen. Diese Rotation führt dazu, dass sich die knöchernen Strukturen bzw. das Gelenk, die Sehnen und die Kreuzbänder an eine verschobene Belastung anpassen müssen, die nicht dem eigentlichen Bewegungsmuster des Beins entspricht, denn eigentlich sind wir anatomisch darauf ausgerichtet, einen geraden Schritt nach oben zu tätigen und nicht nach innen oder nach außen zu kippen. Die Ursache für dieses Problem ist meistens eine schwach ausgeprägte Oberschenkelmuskulatur im Bereich der speziell für das hohe Ansteigen ausgelegten Oberschenkelmuskulatur, also die Teile im Quadrizeps, die dafür zuständig sind, sehr hohe Stufen anzugehen. Das Problem an dieser Rotation ist, dass in diesem Fall dann der Muskel eben nicht mehr mitspielt und das Ganze dann auf die Sehnenbänder und auf das Kniegelenk selbst geht. Dadurch entstehen dann eben Meniskusschmerzen bzw. Probleme mit den Seitenbändern oder auch Kreuzbandrisse. Um also die Knieschmerzen, die bedingt durch die falsche Belastung des Knies sind, zu lösen, müssen wir uns also mit zwei Lösungsmöglichkeiten beschäftigen, beziehungsweise Schritt 1 und Schritt 2. Schritt 1 ist, dass wir das Bewegungsmuster beim Steigen definitiv überarbeiten müssen. Wenn du für dich erkannt hast, dass du während dem steilen Stufensteigen nach außen oder nach innen rotierst, du kannst es ja zum Beispiel auch mal auf einer Treppe ausprobieren, dann ist klar, dass du etwas falsch machst. Und zwar, wir müssen uns jetzt mal damit beschäftigen, was ist eigentlich die optimale Bewegung, und dabei geht es darum, ich steige möglichst gerade aus dem Knie bzw. aus der Hüfte, schiebe ich mich gerade nach vor und nach oben. Dadurch bleibt der Oberschenkelknochen im Hüftgelenk so, wie er sein sollte, und das Kniegelenk verschiebt sich auch nicht. Dadurch geht die maximale Belastung oder beziehungsweise der Großteil der Belastung auf den Oberschenkelmuskel und auf den vorderen Teil des Quadrizeps. Der zweite Teil der Lösung ist es, dass wir den Quadrizeps besonders in den Bereichen des hohen Steigens stärken müssen. Dadurch, dass wir immer nach außen oder nach innen kippen beim Bergaufsteigen, verursachen wir eine Schwächung des Muskels, da wir ja hauptsächlich die Sehnen und die Bänder dazu verwenden, die Kraft bzw. die Last nach oben zu bringen. Dadurch kann es sein, dass der Oberschenkelmuskel relativ schwach ausgeprägt ist. Wenn wir nun versuchen, das Bewegungsmuster zu korrigieren, führt es dazu, dass unser Oberschenkelmuskel jetzt deutlich mehr arbeiten muss, als er das vorher muss, was wiederum dazu führt, dass er wahrscheinlich nicht so lange durchhalten kann. Das heißt, die Touren müssen am Anfang kleiner gewählt sein, man muss weniger Höhenmeter machen, vor allen Dingen die Höhenmeter sind das Relevante, und man sollte sich wieder mehr auf die entsprechend richtige Ausführung der Bewegung konzentrieren. Die falsche Bewegung kann nämlich wieder dazu führen, dass man in das alte Muster verfällt und Knieschmerzen bekommt. Wichtig ist noch zu erwähnen, dass die Knieschmerzen in der Regel tatsächlich mit einem muskulären Problem verbunden sind, also an einer Stelle eine schlecht ausgeprägte Muskulatur. Das Problem ist, dass das nicht immer der Fall sein muss. Es kann zum Beispiel auch sein, dass man durch eine Fußfehlstellung oder durch tatsächlich schon sehr schwache Gelenke, durch zum Beispiel Übergewicht vorbelastet ist und damit dann deutlich empfindlicher für Knieprobleme ist. Dennoch bin ich der Meinung, dass 90% aller Knieschmerzen und aller Probleme am Berg, die die Gelenke betreffen, ein muskuläres Problem ist. Denn die meisten Bergsteiger trauen sich zwar sehr viel zu, aber je schwächer sie werden, je müder sie werden, je unkonzentrierter sie sind, desto mehr vernachlässigen sie, die Muskulatur entsprechend zu beanspruchen. Gerade wenn die Muskulatur müde wird, geht es eben dann in den Bereich, dass wir anfangen, unsaubere Bewegungen zu machen, die dann letztlich das Knie belasten. Das bedeutet zusammengefasst, erstens, wir müssen ein korrektes Bewegungsmuster an den Tag legen, wir müssen das üben, wir müssen das trainieren, denn sonst verfallen wir wieder in das alte Muster zurück. Das heißt, ein gerades Knie, ein gerader Oberschenkel und ein gerades Schienbein, immer möglichst normal zum Boden. Punkt 2 ist das Stärken der Oberschenkelmuskulatur. Dazu findest du ein tolles Video auf meinem Kanal, wo es darum geht,
dass du deine Oberschenkelmuskulatur möglichst auf die Bergsaison vorbereitest, um nicht zu schwach auf den Berg zu gehen und dann eben wieder Knieschmerzen zu provozieren. Wenn dir das Video weitergeholfen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen und außerdem über ein Abo beim Kanal. Falls du noch irgendwelche Fragen zum Thema Knieschmerzen hast, dann schreib sie mir gerne unten in die Kommentare. Ich beantworte alles, was geht. Ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Bergheil!